Pinguin! Pinguin macht's, wollte ich nur mal so sagen, ne? Nimmst du Frankfurt? Ich nehm Frankfurt. Nicht die Wölfe. Oh. Muss natürlich, ja. So Heimspiel sein vielleicht. Nein, auswärts sind wir gut. Okay. Gerhard raus. Caligiuri spielt ja nicht mehr bei uns. Draxler muss auch raus bei dir. Draxler auch raus. Guck an, siehst du? Oh. Bruno, ich kann ja keine mehr hier. Wir sind alle raus. Eine Strafe. Strafe. Verlierer macht 10 Liegestütz. Instagram-Story. Genau. Okay. Okay. So. Die Meisterschaft und den Pokal konnten die Wölfe ja schon holen. Trotzdem, die Damen sind da nochmal weitaus erfolgreicher. Ja, ich bin aber ein Suchtlappen. Ne? Suchtlappen? Ich bin der Beste in der FIFA-Mannschaft. Warum komme ich gerade gegen dich? Warum sagst du mir das nicht, bevor wir hier wetten? Ja. Oder Seguin. Das ist übrigens gestaltetes Spiel. Oh. Ja, das sind die 60. Oh, ja, hätte er durchdenken können, aber war zu leicht. Wie kamst du eigentlich so zum Fußball? Ja, wie kam ich denn zum Fußball? Ja, also mein Vater halt war halt immer. Hat halt sehr viel gespielt. Und hat sich dann so rangefühlt oder kam auch so auf jeden Fall von. Nein! 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 Ja! Oh. Ja, es kam einfach. Ja, durch meine Familie ist einfach Fußball verrückt. Mein Vater hat ja damals auch eine große Karriere hingelegt und. Ja, ich wollte einfach mit 2 Jahren immer Fußball spielen, war aber immer zu klein. Mit 3, dann mit 4 hat dann einer gesagt, nimm sie mit, Frau Seguin, weiß ich noch, mein erster Trainer. War super, also dann mit 4 dann erstmal angefangen, noch Angst gehabt vor dem Ball. John Lee hat mit einmal aufkommen, weiß ich noch. Immer hochgeschossen und dann selber Angst gehabt, den Ball zu bekommen. Aber der Hochschuss hat schon geklappt? Ja, der hat schon geklappt, ja. Und wie, warst du immer die Position? Ich war eigentlich immer Stürmer am Anfang. Ich habe einmal in einer Saison, glaube ich, 90 Tore geschossen. In der F-Jugend oder so. Und dann haben die gesagt, das ist zu unfair, den stellen wir nach hinten. Und dann irgendwie habe ich dann das. Ich habe dann lieber vorbereitet. Seferovic, komm, mach mal ein Ding jetzt! Mann! Seferovic, du hast doch im richtigen Leben schon nichts. Wir stehen einfach zu gut. Also Jungs, raus jetzt. Jetzt kommt der Konter. Jetzt zeigst du, jetzt kommt er. Da muss er mitlaufen, Abraham zu stellen. Das fand ich eigentlich gar nicht. Nein. Komm jetzt! Hey, schieß doch! Typisch Gomez, wie wir uns bei den Tor tragen. Ich meine, du hast ja jetzt eine Karte. Ja. Hier 60, wie viel hast du eigentlich? Ich glaube 68. Wird das eine Torchance? Ah nein! Jetzt komm, spiel den. Wieder! Zu besser. Die Abwehr von Eintracht. Was willst du denn sagen, wo bist du so am besten auf dem Platz? Was ich da am besten kann? Ja. Ich hab ein sehr gutes Passspiel. Okay. Bin ballsicher. Gute Chance. Seguin! Was, Seguin? Seguin macht's, wollte ich nur mal so sagen, ne? 1-0. Ja, es ist in jedem Spiel so. Macht halt immer die Tore. Kriegt er den Ball? Ist er da. Was willst du verbessern? Aber was willst du verbessern? Ja, ganz abgezockt. Wie in echt. Oh Gott. Wie in echt einfach. Und Seguin, beruhigter Spiel, Seguin. Ja, ist halt ein bisschen verspielt manchmal, ja. Also kennt man ihn. Da wird er mal vom Trainer zurückgeführt. Ist halt einer von der Straße. Aber Ballbesitz ist Seguin, ja. Und auch gegen den Ball eine Rakete. Das hast du nicht vergessen. Also Frankfurt ist sehr eklig zu spielen. In der Abwehr? Ja, aber auch, ich finde auch Darmstadt. Finde ich auch. Also auch wenn die Letzter sind, aber das ist echt, die kratzen und die haben auch nichts zu verlieren. Und wenn du gegen die spielst, verlangt jeder, dass du gewinnst. Ja, das habe ich auch irgendwie das Gefühl, das ist das Haupt. Ja, und das ist auch eine Bundesliga-Mannschaft, darf man nicht vergessen. Die sind auch nicht schlecht. Also ja, so. Unangenehmste sind alle einfach eklig. Heutzutage ist in der Bundesliga keine Mannschaft, wo du sagst, okay, heute fahren wir dahin oder heute kommen die und wir gewinnen. Also man muss einfach jedes Spiel ernst nehmen, sonst hast du einfach da keine Chance. Naja, Seguin macht wieder das entscheidende Tor und so wird es auch bis zum Schluss sein. Weißt du nicht. Doch, weiß ich. Aber das kenne ich den. Mit dem eigenen Spieler, ich meine.
Merci. Gutes Spiel. Danke, dass ich gegen dich zweimal verlieren durfte. Es war ein schönes Erlebnis, ja. Ihr habt jetzt noch die Chance, auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Gut, dann. Ciao. Okay, ciao. Danke. Danke. Ja.